und heiße Sie nochmal herzlich willkommen bei unserem ersten eCool-Webinar im Wintersemester 2016-17. Mein Name ist Heinoka Sabil. Ich arbeite bei der Universität Göttingen beim E-Learning Service und ich bin Mitarbeiterin im eCool-Projekt. Und unser Referent, Ralf Steffen, heute von der Leibniz-Universität Hannover, arbeitet ebenfalls beim eCult. Er ist Mediator, Coach, freiberuflicher Trainer beim Kompetenzzentrum Niedersachsen und Berater. Er hat Landschaftsarchitektur studiert, Entschuldigung, und Umweltentwicklung an der Leibniz-Universität Hannover. Sein Schwerpunkt war Planungskommunikation und Prozessmanagement, daher auch die praktischen Anwendungen von Lehre und Forschung. Seit 2003 ist er tätig in der Lehre und in der Forschung, zum Beispiel in den Arbeitsfeldern Demokratieentwicklung und Partizipation an Planungsprozessen. Aktuell beschäftigt er sich mit Medien- und Hochschuldidaktik. Zwischen 2011 und 2014 war er Koordinator für E-Assessment im BMBF-Projekt eCult, wie ich das schon erwähnt habe. Wir sind beide vom eCult-Projekt. Und seit Juni 2014 leitet er das mediendidaktische Team der ZQLS ELSA an der Universität Hannover. Und er ist auch Projektleiter im Projekt eCult und auch im eCult Plus, denke ich. Ja. Und heute erzählt er uns über Chancen der Online-Video-Annotation für die Lehrer. Und ich freue mich auf den Vortrag. Jederzeit, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich im Chat äußern oder sich melden und wir werden uns auf Ihre Fragen eingehen. Ich hoffe, das ist auch in deinem Sinne. Und jetzt schalte ich mich aus und ich gebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Ich auch hoffe, dass ich auch gut zu verstehen bin hier aus Hannover. Ein herzliches Hallo in die Ferne, wo immer Sie auch sitzen. Ein paar haben ja Ihren Hintergrund schon offenbart. Vielleicht drei Dinge vorab. Erstmal herzlichen Dank an Nika für die Organisation. Mein oberstes Ziel und das vorweg ist, Ideen auszutauschen. Also das, was ich heute hier mitteilen möchte, gilt dem Zusammentausch und dem Austausch. Deswegen wird auch ganz am Ende es den Auftrag geben, die Dinge, die man selber schon ausprobiert hat, gerne auch hier beizusteuern, dass das Projekt lernt und wir uns auch im Land eben über die Grenzen von eCult des Landes Niedersachsen vernetzen können mit Personen, die das tun. Ich erkläre ein bisschen was, von wem wir schon wissen. Es gibt natürlich einen großen breiten Bereich in dem Bereich Videonutzung und Videoannotation. Und das ist vielleicht noch mal interessant, auch für weitere da noch mal in Kontakt zu treten. Was auch wichtig ist, noch mal zu erwähnen, dass diese Arbeit, die hier auch entstanden ist, auch die Inhalte nicht nur von mir allein kommen, sondern viele Kollegen mir auch immer wertvolle Tipps und Ergänzungen gemacht haben und es auch schon kleine Artikel gegeben hat auf der GMW zum Beispiel. Und ich danke namentlich nochmal Marc Rüger, Frank Fohle, Johannes Metscher und dem Team der Maßnahme 4 der Qualitätsoffensive Lehrerbildung hier in Hannover. Denn das ist eine Maßnahme, die sich auch maßgeblich in diesem Themenbereich gerade bewegt. Da vielleicht auch die Bewandtnis her, dass mich das Thema sehr interessiert und ich mich dafür einsetze, dass das also ein wichtiger Inhalt vielleicht auch in der Lehre bei Ihnen oder bei anderen werden kann. Es gibt drei kleine Teile, die immer so im Rhythmus von 10 Minuten die Inhalte so quasi vorstellen und dann sind Sie gefragt, sich auch gern zu beteiligen mit Ihren Ideen oder Anmerkungen. Sie können natürlich, aber das hatte Nika auch schon gesagt, im Chat jederzeit auch eine Frage hinterlassen. Und ich starte mit einem kleinen Überblick, nämlich der Frage des Idees und des Ziels. Worum mache ich das eigentlich und worum kümmern wir uns um Videoannotation? Videoeinsatz ist ja nichts Neues, das kennen die meisten. Sie stellen sich vor, Sie sitzen in einem Raum und schauen zusammen ein Video und besprechen das in der Lernanwendung oder Sie schauen es online auf YouTube oder sonst wie. Aber der Kniff, der dazu kommt, ist ja, was kann ich eigentlich mit diesen Bildinhalten noch tun, außer sie nur konsumieren und später protokollieren? Die Frage ist also, was ist der didaktische Ansatz von Videoannotation? Und was mir ein Anliegen ist, eben diese Chancen aufzuzeigen.
Dann ist natürlich die Frage, sollen Sie nur das Video anschauen und vielleicht was hinterlassen oder möchte ich anleiten zur tieferen Verarbeitung von Inhalten, also bestimmte Kristallisationspunkte herausarbeiten und das aktive soziale Lernen fördern, also Social Video Learning. Und das ist nochmal ein Bereich, das habe ich in meiner Lehrzeit durchgeführt. Daher kommt auch mein persönliches Interesse an Videoaufzeichnungen aus dem Kontext der Landschafts- oder Stadtplanung oder, sag ich mal, Raumentwicklung, dass wir auch Lernen beobachtet haben. Also wie lernen Studierenden eigentlich an Aufgaben oder mit Videos und wie kann ich das effektiv unterstützen, auch durch Austausch an Videos. Das Ziel dieser Runde soll eben auch sein, darauf hinzuweisen, wie man Studierenden aktiv sie einbinden kann, zum Mitdenken über die gerade behandelten Lerninhalte zu bewegen und Erkenntnisse sichtbar zu machen und das ist vor allen Dingen interessant im Sozialen natürlich, auch diese Erkenntnisse zu teilen. Und dafür kennen Sie natürlich alle, was Sie auch tagtäglich wahrscheinlich getan haben, dass Sie sich an irgendwo irgendwas mitschreiben, um das dann auch später noch zur Verfügung zu stellen oder selbst noch mal einen schnellen Überblick zu haben. Und das probieren wir natürlich auch hier aus. Sie haben nämlich die kleine Aufgabe, für diese ersten 10 Minuten eine kleine Sammlung anzulegen. Das können Sie jetzt ganz praktisch tun, nicht im Chat, sondern auf einem Stück Papier oder vielleicht in einem anderen Fenster des Rechners. Und die Frage beantworten für sich intern, inwieweit nutzen Sie eigentlich die Möglichkeiten an Informationen, sei es Text, sei es Bilder, was auch immer, zu annotieren und was ist eigentlich der größte Nutzen daran? Die Leitfrage, die dahinter steckt und mein Interesse ist nämlich, was, wenn Sie das ja schon praktisch an Papier oder so tun, ich zeige dazu gleich ein Beispiel, würden Sie sich eigentlich wünschen, was es an Videos geben müsste, damit es einen Mehrwert erzeugt, eben nicht nur das Video zu sehen, sondern im Video selbst, also im laufenden Bild, Hintergründe oder Anmerkungen zu hinterlassen. Also die Leitfrage, ich würde Annotationen an Videos nutzen, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da stehen dann drei Begriffe oder drei Punkte, die Sie sich ausdenken können. Und in 10 Minuten fragen wir das ab. Also eine kleine aktive Handlung. Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit in einer Zeile. Das ist wichtig, weil man sonst die Antworten überschreibt. Sie haben also nur diese eine Zeile Platz mit drei Punkten, die Sie mit Kommata bitte trennen. Diese Frage kommt in 10 Minuten nochmal. Dann weise ich nochmal das hin, dass es dann losgeht. Das müssen Sie jetzt noch nicht unbedingt tun, aber ich sehe schon, es sind schon Aktive dabei. Auch dafür schon mal herzlichen Dank. Wir steigen ein, nämlich mit der Frage annotieren, was ist das eigentlich? Das ist ja etwas, was wir eigentlich kennen. Nämlich beim Erarbeiten, Lesen, Schauen unterstreichen wir, einkreisen wir fügen Gliederungen ein, wir machen Symbole an den Rand. Was muss ich noch mal bedenken? Kurze Bemerkungen an den Rand über das, was ich mir noch mal anschauen will. Das kennt jeder aus dem praktischen Tun an Büchern oder Zeitschriften. Und das Medium Papier erlaubt natürlich mit Textmarkern Abschnitte hervorzuheben, Fragezeichen an bestimmte Abschnitte zu notieren und so weiter und so weiter. Annotieren selbst, und das als kleiner Literaturhinweis, ist ein integraler Bestandteil. Ist ja nichts Neues. Die Frage ist nur, was ist der besondere Umgang damit? Und bei Fachtexten oder auch Papier ist das ja weitgehend bekannt. Und annotieren ist natürlich eine Lernstrategie, Dinge hervorzuheben und sich gut zu merken oder auch später zusammenzuführen. Und das ist natürlich sehr interessant. Was passiert dann, wenn ich das digitalisiere? Ein schon sehr entwickelter Bereich ist das Annotieren an Text, also PDFs. Auch die kann ich dann teilen, kann anderen die quasi die Annotation zur Verfügung stellen. Oder Sie kennen sicherlich Online-Systeme, wie Etherpad oder irgendwelche freien oder auch, sag ich mal, verkapselten Systeme wie Google Docs, wo ich gemeinsam Dinge erarbeiten kann, notieren kann, mir Dinge hinterlassen kann. So, wie funktioniert das aber dann mit dem Bereich Video, also mit laufenden Bildern? Hier nochmal das Bild, wie sowas aussieht, aus einem quasi Mitschrieb aus einer Vorlesung oben aus einem Institut, die Quellen und dann hat die Person viel dran geschrieben, um Dinge einfach nochmal sich selbst zu erklären, nochmal abzuleiten, sich nochmal zu merken. Also Markierungsfunktionen, Mitschriebe, die bleiben aber individuell bei der jeweiligen Person und sind so nicht teilbar. Und was ist die Frage? Natürlich, wie kann ich Videos annotieren, sodass ich diese Lerninhalte auch aktiv weiterverarbeiten kann? Was haben wir? Wir haben immer mehr Videos, die für die Lehre verfügbar sind. Ein Video zu produzieren, das wissen Sie, ist nicht mehr eine große Herausforderung und Lernen
also Sequenzen sozialer Aktionen zum Beispiel zu filmen, wie schulischer Unterricht, Praxistransfer, Experimente aus Laboren oder irgendwelchen Werkstätten oder vom Sportplatz, irgendwelche Interviews, Vorträge von Personen, das ist ja im Grunde genommen keine große Herausforderung mehr. Was haben wir? Es war eigentlich noch nie so einfach, Videos in die Hochschullehre einzubinden. Also Laptop und Beamer und ich brauche kein separates Equipment. Ich kann es jedem zeigen, in einer Gruppe, in einer Situation. Und ich habe viele Möglichkeiten, Videodatenbanken zu nutzen, um wie YouTube, TeachersTube oder andere, um diese auch im Internet zur Verfügung stellen. Also es gibt eine im Grunde genommen geringe Hürde bei der Produktion von Videos und auch bei der Verteilung im Netz. Trotzdem ist es zu beobachten, und das merken wir eben aus der Beratung, das ist eine Perspektive, die ich immer mal wieder erwähne, dass der Einsatz von Videoannotation noch sehr selten ist. Und da ist ja die Frage, warum ist das eigentlich so, wenn wir doch so viele Potenziale eigentlich schon kennen? Das Interessante, dass Lernende berichten, dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit Videos im Gegensatz zu Text schlecht gelingt. Also es gibt noch einen großen Bedarf, erstmal gute Videos zu produzieren, die bedeutungstragende Inhalte auch rausarbeiten. Also das Bildmaterial selbst, und das liegt natürlich schon daran, wie produziere ich ein Video und mache die Storyboards oder Drehbücher dafür, die müssen den Knackpunkt zeigen. Und es gibt dann leider oft in Seminaren den Hinweis, dass diese geringe Diskussionsbereitschaft am Video geschieht. Ich kriege gerade den Hinweis, dass mein Video ab und zu mal anhält, deswegen friere ich mal meinen Bildschirm kurz ein und erzähle dann weiter. Jetzt sehen Sie mich zwar nicht mehr bewegend, aber Sie hören meine Stimme vielleicht besser. Danke, Nika. Und die Frage ist ja, wie ist diese Ergebnissicherung einer Diskussion über das Video? Wie gelingt das? Und ist in Präsenz sicher aufwendiger, weil natürlich die Zeitmöglichkeit, dass jemand was zum Video sagt und viele was zu einem bestimmten Punkt sagen, je schwieriger es, je mehr Inhalte oder je komplexer das Ganze ist. Es gibt natürlich viele Ansätze zum situierten Lernen, aber es hat einen relativ großen Aufwand. Also Videoreflexion mit Unterrichtspraxis zu verbinden, ist aufwendig. Und wenn ich dann sage, ich möchte das individuell leisten, dann brauche ich einen Computerraum oder Rechner, die das natürlich machen. Wenn ich nur 25 Plätze habe, kann ich das nur in Kleingruppen machen und die ist dann betreuungsintensiv. Also eher ein hoher logistischer und personeller Aufwand, der Lernende davon abhängt, Fragezeichen. Es gibt viele Möglichkeiten und das ist dann der Punkt zu dem, wo ich gern hin würde. Vielen Dank für das Annotieren an meinem Namen. Auch das könnten wir natürlich mal realisieren. Aber was wichtig ist, und das ist quasi die Interpretation dieser Erfahrungen, es ist schwierig, sich intensiv mit Video als Medium auseinanderzusetzen, weil man es entweder nur alleine kann und man möchte es aber eigentlich gemeinsam vielleicht tun. Also es fehlen zum Beispiel bei herkömmlichen Einsatz von Videos die Möglichkeiten, Abschnitte zu markieren, zu kommentieren, Querverweise im Video herzustellen, Bilder zu ergänzen, vielleicht Annotationen oder auch Informationen oder Erkenntnisse zu teilen. Folglich bräuchten wir eine aktive, produktivere, aber auch kooperative Auseinandersetzung mit Lerninhalten aus Videos. So, und wie das geht, ist natürlich das, was im zweiten Teil kommt. Die Frage ist aber, was ist dann der Mehrwert oder wie können diese dann besser auch in die Lehre eingebracht werden? Was will ich also eigentlich tun können, wenn ich denn Videos nutze? Und jetzt interessiert mich das von Ihnen, hatte ich vorhin angekündigt, mal zu überlegen, was würde ich eigentlich gerne tun und was ist da schon möglich? Dafür haben Sie jetzt eine kleine. Hallo, Ralf? So, da ist das Fenster wieder. Jetzt dürfen Sie fleißig in die Zeile schreiben. Bitte dran denken, nur 3 Punkte. Also wenn es 4 sind, ist nicht so schlimm. Da haben wir schon ein bisschen mehr geschrieben. Aber wichtig ist es, in eine Zeile zu schreiben. Wenn Sie schreiben, vielen Dank dafür, lese ich schon ein bisschen was vor. Und das deckt sich zum Teil eben auch mit dem, was man schon machen kann, aber auf Papier, nämlich eine Orientierung oder Hervorhebung. Übersicht sortieren, eine Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden zu betrachten, Hervorhebung und Strukturieren.
Interaktion, gemeinsames Lernen und Weiterverarbeitung fördern. Da ist eben die Frage, wie kann ich das an laufenden Bildern? Und wenn ich mich mit einem Kollegen austauschen möchte, weil ich dann das Video nicht passiv, sondern aktiv schaue, wie kann ich das machen? Weitere Anmerkungen, weil ich auf bestimmte Dinge gezielt aufmerksam machen kann. Kontextsensitive Fragen stellen zu können und Antworten erhalten, wichtige Querverweise für andere erstellen. Das sind ja eine ganze Menge Punkte, die wir jetzt haben. Jetzt kriege ich den Hinweis, dass man mich manchmal nicht hört. Ich hoffe, das liegt nicht hier an der Internetverbindung. Wenn es eine Frage gibt oder eine Verständlichschwierigkeit, ich habe eben auch gelesen hier im Chat, dass man nur die Willkommensfolie sehen würde. Ich hoffe, das hat sich aber erledigt. Ich fasse mal zusammen eine ganze Menge von Dingen, die ich gerne tun könnte und wie das gehen kann. Das würde ich jetzt im zweiten Teil gern vorstellen. Frau Anke Wittig sieht nur die Startfolie, Nika. Ja, da wäre eine Lösung, dass Sie sich ausloggen aus dem Raum, das heißt den Raum schließen und nochmal zurückkommen. Das kommt manchmal vor, nicht nur in diesem Raum, sondern auch in anderen Adobe-Räumen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Gut, weiß dann ich verlässt nicht. uns Frau Wittig kurz und kommt hoffentlich schnell wieder und wir fahren fort in der Präsentation, Nika. Kommen wir zu dem Punkt digital annotieren, lernen, beobachten. Was uns interessiert hat, noch in meiner Lehre im Bereich Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung, wie man so etwas machen kann. Im Fokus waren das damals vor allen Dingen Szenen, die wir aus dem Umfeld quasi von Stadt gemacht haben, um dann die Studierenden dazu zu bewegen, auf bestimmte Aufgaben in der Interpretation von Räumen vorzunehmen. Und wo wir besonders darauf geachtet haben, war eben, welche Aufgaben kann man eigentlich stellen und mit Videos zu arbeiten und was ist dafür wichtig. Was wir gemacht haben und sehr stark auch beachten mussten und gelernt haben, die Videos müssen am Ende das zeigen, was wirklich relevant ist. Also da ist einfach darauf zu achten, dass ich nicht einfach nur darauf hoffen kann, dass aus einer bestimmten Sprachsituation oder aus einer Situation etwas rauskommt, was ich nachher auch verwenden kann. Wir haben in bestimmten Kommunikationsszenarien, da ging es um die Mediation eines Gebäude, quasi eine Entwicklung eines Stadtgebietes, haben wir das mit einer Schauspielerin eingespielt. Also wir hatten eigentlich ein richtiges Drehbuch, um zu den quasi wichtigen Essenzen zu kommen, denn die müssen am Ende ja entschlüsselt werden. Also die Studierenden müssen erkennen, was eigentlich passiert da gerade und in dokumentierter Form auch herausbringen, damit wir wieder quasi für das Prüfung, ist die Aufgabe gut gelöst, das auch ablesen konnten. Also ist Text und Schrift in den meisten Fällen eine wesentliche Kompetenz, das Ergebnis auch auszudrücken. Das muss man auch beachten, denn irgendwo soll ja stehen, ah, ich habe es erkannt und ich konnte das so und so interpretieren oder rauslesen. Also eine Frage der Reflexionsleistung. Was geht und was geht noch nicht? Form der Videoannotation und Konversation. Es gibt ganz verschiedene Ebenen. Jetzt frage ich mich gerade, normalerweise müsste jetzt eine Folie erscheinen, die mir zeigt drei verschiedene Kreise. Die erkläre ich mal kurz, weil sie hier nicht erscheint, weiß aber nicht genau warum. Ich gehe noch mal einen zurück. Die verschiedene, sage ich mal, Tiefen der Videoerarbeitung zeigt. Der Kreis, den Sie sich jetzt denken müssten, der kleinste Kreis, ist der, der nur das Video betrachtet und dann durch eine Diskussion ausarbeitet, was es das Ergebnis ist. Der zweite Kreis, der darüber hinaus quasi ragt, ist der Kreis,
Dinge zu annotieren, also im Video eine Nachricht zu hinterlassen, das und das habe ich erkannt. Und eine dritte wäre, das dann auch auszutauschen und den Kommentar eines Studierenden nochmal zu kommentieren. Danke auch für den Hinweis der Animation. Wir haben das heute Morgen getestet und da hat es geklappt. Ist aber auch nicht so schlimm. Welche Impulse des Lernens verbinden wir nämlich mit den Einsatzszenarien, didaktischen Einsatzszenarien? Es gibt zwei Ebenen. Die erste Ebene sind die Rahmenbedingungen von Video in der Lehre. Und die Frage war ja, wie wird das Video überhaupt aufgenommen? Also was wird deutlich im Video? Und da unterscheiden sich eben jetzt mal hier drei verschiedene Bereiche, nämlich das eigene Handeln, also dass ich zum Beispiel, und das wird eingesetzt in der Lehre, bestimmte Präsentationen sehe, die dann eingespielt werden in ein Videoportal. Und dann werden Anmerkungen hinterlassen, wie hat die Person gewirkt, welche Sachen sind aufgetreten. Ich kann aber auch mehrere Gruppen filmen und die soziale Interaktion untersuchen lassen, zum Beispiel Schulpraxis, also Unterrichtsverhalten. Oder ich habe nichtmenschliche Prozesse, hatte ich vorhin schon gesagt, dass ich zum Beispiel aus Laboren bestimmte Versuchsapparaturen filme und die zur Verfügung stelle, um dann den Studierenden zu zeigen, das und das passiert da oder eben auch nicht. Und das hängt natürlich damit zusammen, welche Aufgaben und Beobachtungsschwerpunkte gesetzt werden. Also wir kennen oder viele von Ihnen kennen die Blum'schen Taxonomien, also die kognitive Leistung, die eigentlich mit der Erarbeitung dieses Inhalts verbunden ist. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, sich nur zu erinnern. Das heißt, ich lese aus dem Video ein relevantes Wissen ab, das ich schon gelernt habe. Ich erkenne es also nur. Und wenn wir jetzt mal die Worte runtergehen, eigentlich wird es immer komplexer, dann geht es über das Verstehen, nämlich die Bedeutung aus dem Video zu konstruieren, über das Anwenden, einen Arbeitsablauf ausführen zu können, zum Analysieren, Bewerten und Erzeugen, nämlich zum neuen Wissen schaffen. Also ich soll etwas produzieren aus dieser Quelle, was Neues erschließt. Und das ist immer natürlich in Verbindung mit dem Video selbst zu sehen, denn nur so gut wie das Video produziert ist, so viel Ergebnisse kann ich auch daraus ziehen. Deswegen ist es so wichtig, ein Video auch gut zu konstruieren. In der zweiten Ebene ist die Frage, wie gestalte ich dann diesen Prozess? Also wie kann ich was hinterlassen? Und dann geht es so um zum Beispiel Visual Tags. Ich zeige da gleich mal ein Beispiel aus der Anwendung. Ich möchte etwas hinterlassen im Video, zum Beispiel eine visuelle Metapher, wie zum Beispiel ein Wetterbild, oder ich will zeitliche Erstreckungen deutlich machen, oder ich will Zeitmarken genau etwas reinposten, was aber nur auf Hundertstel Sekunden sichtbar ist. Also müsste das Video auch so verlangsambar sein, dass ich überhaupt Details auch deutlich machen kann, zum Beispiel bei chemischen Reaktionen oder so. Also ich brauche eine Einordnung von guten Zeitintervallen und auch Markern, die ich setzen kann. In der Erarbeitung selbst ist natürlich die Frage, wie offen ist das Ganze? Also welche Freiheitsgrade der Bearbeitung? Habe ich eine offene Gruppe, wo viele dran arbeiten können? Ist die halboffen, geschlossen? Also arbeitet dann einer? Und auch wie ist es mit der Sichtbarkeit? Können alle gleichzeitig arbeiten? Mache ich das in Gruppen? Mache ich das mit dem Lehrenden zusammen oder nur ganz individuell? Und sehe dann natürlich auch jeweils das Ergebnis. Das hat damit zu tun, wie aufwendig ist nachher eigentlich die Korrektur? Denn wenn ich so eine Aufgabe stelle, habe ich natürlich auch sehr viel Aufwand, die Ergebnisse zu sichten und vielleicht auch anzumerken oder Feedback dazu zu geben. Und dann ist natürlich die Frage, wann ist das eigentlich sichtbar? Sollen viele erstmal ein Video vielleicht annotieren und ich möchte die Ergebnisse erst später veröffentlichen oder sofort sehe ich, wer eigentlich was gemacht hat? Und dazu zeige ich gleich nochmal ein Beispiel. Der Stand der Entwicklung ist, dass es sehr viele Pilotierungen von Videoannotationen in Hochschulen gibt. Also durch Videoannotationen und kooperative Aufgabenstelle lässt sich ein Aktivreflexion- und Diskursprozess mit Videos erwirken. Ich weise mal hin auf die qualitätsoffensive Lehrerbildung, die ja an vielen Hochschulen auch Fuß gefasst hat. Auch da wird diskutiert, wie kann ich eigentlich die Reflexionsphasen aus der Praxis in die Hochschule zurückbringen. Ich weise hin auf den Sportbereich, wo auch hier in Hannover viele Interessen sind, mit Videos stärker zu arbeiten, vor allen Dingen in der Lösungsfindung, wo bestimmte Bewegungsabläufe zum Beispiel nicht funktionieren. Also im Tischtennis aus dem Bereich kommt es. Vielleicht auch noch ein Beispiel aus dem Fußball für die Fußballinteressierten. Der DFB nutzt das, um Spielsituationen zu analysieren. Wir kennen das wahrscheinlich oder die meisten von der WM oder EM, dass dann im Nachklapp der Diskussion immer Bilder angehalten werden, dann Spieler umkringelt werden, dann laufen sie weiter und das Bild verfolgt diese Spieler über den Platz und analysiert dann die Spielszenen.
Und genau das ist natürlich mit Video alles schon möglich. Also da hängt drin, wie kreativ bin ich eigentlich, um meine eigenen, sage ich mal, Videos oder meine eigenen Gedanken zu dem, was ich eigentlich prozesshaft in Videos darstellen kann, auch deutlich zu machen. Es ist aber am Anfang eher ein hoher Aufwand, ein hoher Anspruch beim Aufgabendesign, weil ich sehr gut wissen muss, was will ich rauskitzeln aus dem Video und will ich das Video auch nicht überfrachten, weil es sind natürlich sehr viel mehr Informationen in der Summe da, also mehr Sinne, die angesprochen sind, als bei zum Beispiel einem Text. Also ist Annotieren nicht einfach nur da und ich kann es einfach machen, sondern es ist auch eine, sag ich mal, wir haben ja geschrieben, Kulturtechnik, die auch erlernt werden muss. Wie mache ich das eigentlich gut? So, und das ist natürlich die Frage, das würde mich interessieren, inwiefern Sie schon Videos einsetzen oder Annotationen an Videos einsetzen. Also es gibt zwei Fragen. Die erste ist, inwiefern setzen Sie Annotationen an Videos schon ein? Ich hatte am Anfang gesagt, mich interessiert, ob Sie schon was machen, um uns auch in den Austausch zu bringen. Eins ist gar nicht, da hören Sie zum ersten Mal von oder wissen schon vielleicht darüber, aber haben es noch nicht praktisch angewendet. Und wer es tut, kann gern unten noch die Frage beantworten, wie und welche Systeme nutzen Sie. Ich stelle gleich noch mal zwei, drei vor, aber dem wollte ich jetzt nicht vorgreifen. Ich warte mal, bis so 12 Teilnehmer oder 15 Teilnehmer geantwortet haben. Und wie gesagt, vor allen Dingen interessiert mich natürlich, vielleicht interessieren mich Personen, die das schon eingesetzt haben. Man kann diese Abstimmung übrigens immer wieder verändern. So, jetzt haben 17 geantwortet. Zeigt das Ergebnis, zeigt, dass die wenigsten das schon im produktiven Einsatz hatten. Und es gibt eine Person, die wahrscheinlich die Person ist, die mit 4.4, Stufe 4 geantwortet hat, die EduBreak als System nutzt. Und da würde ich jetzt einfach auch nochmal ein Beispiel zu sagen zu diesem System. Wohl bemerkt, dass es natürlich andere Systeme gibt, einen ganzen Haufen von Systemen. Und da verweise ich einfach mal auf die folgenden Webinare oder einen direkten Austausch aus dem Projekt, dass wir da gerne nochmal in Kontakt treten können, was denn da schon auch alles möglich ist. Also in der Summe der Teilnehmer, die jetzt hier sind, nehme ich jetzt mal mit, die wenigsten haben da viel mitgetan. Deswegen würde ich das jetzt auch nochmal grundsätzlicher vielleicht erklären. An bestimmten Beispiel, um sich das zu illustrieren. Dies ein Beispiel aus dem EduBreak Campus aus dem Jahr 2011. Und was man sieht im mittleren Fenster, ist eine Situation auf einem Platz im öffentlichen Raum. Also ich sehe bestimmte Verhalten, die Studierende gefilmt haben, eben mit der Absicht, in diesem Bild soll das erscheinen, was wesentlich ist für die Analyse dieses Platzes. Kommt jetzt aus dem Bereich der also Stadtplanung. Und was dieses System ermöglicht, das sieht man hier unten, eine Steuerungsfunktion, die verschiedene Steuerungsmechanismen aufzeigt. Ich kann also das Video größer oder schneller oder langsamer laufen lassen. Also das sind die unteren Bereiche mit den Steuerungsfunktionen. Das kennen Sie aus der Bedienung von irgendwelchen Playern. Und ich sehe darüber, unter dem Bild stehend, kleine viele Punkte. Und diese vielen kleinen Punkte sind die sogenannten Visual Tags. Da kann ich nämlich anmerken, an welcher Stelle ich eine Markierung hinterlassen habe. Und die ordne ich zu in der rechten Spalte mit den Filtern. Also da ist oben aufgeklappt, kein Filter, Autor oder Ampel. Und in diesem System oder in dieser Anwendung war das Ampelsystem ein Filter. Und die Ampel stand für besonders, sag ich mal, aussagekräftige Anmerkungen oder vielleicht nur weniger aussagekräftige Anmerkungen. Müsste man jetzt auch übertragen, wenn man zum Beispiel etwas anderes filmt und überlegt, naja, da sollen die Studierenden markieren, was dann besonders spannend war oder was besonders toll war oder nicht so toll war. Und die Studierenden haben dann in diesem Kommentarfenster hier oben, wo Titel und Inhalt des Kommentars steht, eintragen können, was das Auffällige an dieser Situation ist. Der Pfeil, der dann entstanden ist, also den man hier auch eintragen kann, im laufenden Bild, man kann das also stoppen und einen Kommentar erstellen, der beschreibt dann diese Situation. Und ich habe quasi, wenn Sie Foren kennen, ein Forum in einem Bildpunkt auf einem Video. Und diesen Beitrag, der hier oben dann steht auf der linken Seite in Ihrem Fenster, den können dann andere sehen und auch wieder kommentieren.
Es sei denn, ich möchte das anders haben, sodass es nur einer tut und ich sehe nur das Ergebnis des einen. Da ist eben die Frage, wie habe ich das, wie richte ich das soziale Setting ein? So, und jetzt sind Sie frei in Ihrer Kreativität zu überlegen, na, wie könnte ich das denn in meinen Bereich einbinden? Also was könnte ich in dieses Inhaltsfenster tun oder in dieses Video, das ich wie annotieren kann? Zweites Beispiel, ganz ähnlich, auch eine Spielplatzgestaltung im öffentlichen Raum. Auch da ging es darum, Spielanalysen zu machen, also Analysen des öffentlichen Raums zu machen. Und wieder das Gleiche. Unten auf der Leiste sind verschiedene Punkte hinterlegt. Und da waren die roten Punkte, die, wo ich eine hohe Eignung dieses Spielplatzes hatte oder gesehen habe. Und das Interessante an diesem System auch, ich kann diese verschiedenen Anmerkungen, also die Filter, Rot, Gelb und Grün, dann auswerten. Ich kann mir eine Excel-Tabelle auswerten und kann dann theoretisch mit MaxCode UA, also irgendwelchen Programmen, die Text auswerten, also Korrelationen von Auswertung herstellen, auch das nochmal nachvollziehen. Was war eigentlich die häufigste Nennung? Was haben die Leute vor allen Dingen erwähnt? Welche Begriffe würden erwähnt? Und da eine Häufigkeit analysieren. Also aus der Lernbeobachtung dann nochmal ein interessanter Schritt, was möglich ist. Das ist EduBreak. EduBreak hat nicht nur die Funktion dieser Videoannotation, sondern man kann in EduBreak zum Beispiel auch Blogs anlegen. Denn die Frage ist ja, ich hatte es vorhin einleitend gesagt, wenn ich da jetzt 200 Kommentare habe und dann zu jedem Kommentar noch eine Anmerkung, dann habe ich natürlich als Lehrender viel zu lesen und da soll ich am besten auch noch zu jedem Punkt ein Feedback geben. Das ist natürlich nicht zu realisieren. Wir haben es so gelöst, dass die Studierenden in Kleingruppen die Aufgaben hätten, dann diese Textfelder zusammenzutragen, also mit einem sogenannten Eintextverfahren, dazu einen Blog als Auswertung zusammenzuschreiben. Und dieser Blogbeitrag, das eine Funktionalität in EduBreak ist, man kann sich einfach, also wie ein Wiki, eine leere Seite, die nicht länger als eine Seite werden sollte, die wesentlichen Erkenntnisse zusammenzufassen. Also das, was am wichtigsten war. Und das erspart uns einfach viel Lesen von viel Text, denn da ist viel entstanden zu einer wesentlichen Auskunft. Und die Studierenden waren noch mal, da mussten einfach noch mal üben, die wesentlichen Aussagen zusammenzufassen. Also das hängt auch so ein bisschen Moderationskunst drin, dann eigentlich das zu bündeln, was da herausgekommen ist und auch zu bewerten und zu interpretieren. Es gibt dann das Beforschen. Und da haben wir uns überlegt, wie handeln eigentlich Studierende, wenn sie bestimmte Dinge annotieren? Und hier sehen Sie ein Fenster auf der rechten Seite. Bin ich sichtbar mit meiner Professorin oder der damaligen Professorin, Frau Bettina Oppermann. Da haben wir ein Mediationsverfahren nachgestellt. Und die Studierenden, die links sitzen, die drei, die sollten diese Aufgabe lösen. Und da steht ja der Rechner vor denen, also die hatten eine Aufgabe. Und wir haben gefilmt, was die eigentlich genau getan haben, um herauszufinden, wie erarbeiten sie sich eigentlich Lösungen. Das haben wir mit Individuen getan, also als Einzelübung. Dieses Bild ist jetzt mal für eine Drei-Personen-Lösung. Und das Interessante daran war, herauszufinden, schreiben die das am Ende auch auf, was sie an Erkenntnissen hatten. Also wir beobachteten die Personen und dann haben die sich natürlich unterhalten, haben erstmal die Aufgabe geklärt, haben sie alle gleich verstanden, dann haben sie überlegt, was könnte eine Lösung sein, dann haben sie den Film nochmal angeguckt, haben bestimmte Kommentare gesetzt und wir haben rausgehört oder versucht rauszuhören, ob die Kommentare und der Diskurs dieser Kleingruppe eigentlich das Wesentliche war. Und das war eben sehr spannend, weil das ein wesentlicher Baustein ist, dass wirklich in Präsenz darüber sprechen. Also die Frage ist ja dann damit verbunden, was muss man in Präsenz dann trotzdem tun, damit das Ergebnis möglichst hochwertig wird? Also stellen Sie sich vor, Sie haben da eine Versuchsapparatur von irgendeinem Pendel, das sollen drei Studenten beobachten, sollen dazu eine Programmieraufgabe lösen. Oder Sie sehen aus der Fahrlehrerausbildung irgendeine Straße, die Sie als virtueller Pilot befahren, Autofahrerin oder Autofahrer. Und in bestimmten Schlüsselszenen des Blinkens, des Abbiegens, sollen Sie diskutieren, wie würde ich das jetzt lösen? Und herauszufinden, was die Qualität ist zwischen dem, was Sie diskutieren und zwischen dem, was Sie aufschreiben, das waren wesentliche Herausforderungen, das auch festzustellen. Und dann haben wir halt Kommentare hinterlassen und wir haben versucht, dann zu gucken, ist die Unterhaltung genauso gut werden, also ist der Kommentar am Ende genauso gut wie über das, was die eigentlich gesprochen haben? Weil das ist ja schon sehr wesentlich. Wenn dann am Ende das, was sie aufschreiben, nicht so gut ist wie das, was sie eigentlich gelöst haben, dann haben wir natürlich irgendwo einen Bruch in der Erfahrungskette, will ich mal sagen.
Ich hatte noch zwei Folien. Ich habe gerade den Eindruck, Nika, wir haben doch eine andere Präsentation hier oben gerade laufen lassen. Aber auch das ist jetzt nicht so schlimm. Ich wollte nämlich auf zwei Dinge hinweisen. Ich mache mal mein Video an und steige dir einfach mal durch die Kamera, die ich sehr spannend finde, weil es gibt im Moment im Land sehr viele Entwicklungen, was diese Sachen angehen. Vielleicht kannst du mal mein Video einmal groß machen und ich halte das einfach in die Kamera hinein. Und ich wollte eine Entwicklung aus der Uni Bern und der Uni Freiburg präsentieren. Da gab es eine Studie oder einen Workshop zur wirksamen Lernen mit Videoanalysen, online und kollaborativ. Ich halte das nur mal hin. Das ist das Neueste, was ich so gefunden habe und auch wohl das Spannendste, weil das ist ein Plugin, was nochmal anders für andere Wissenschaften das aufbereitet, nämlich aus dem Sprachenlernen und der Analyse von Unterrichtsbildern. Also auch da ist die Maßnahme 4 an der Uni Hannover hier sehr interessant, weil wir haben dort 6 verschiedene Fächer: Biologie, Chemie, Englischdidaktik, Deutschdidaktik, Mathe. Und die alle schauen, wie kann ich eigentlich dieses Video nutzen, um Inhalte besser nochmal zu verarbeiten, zu intensivieren und wie ist auch so eine Annotationsfunktion dann dafür wirksam. Was wir auch gemacht haben, auch ein kleines Beispiel, wir haben eine Vorlesung genommen aus der Mathematik und haben die nochmal ins Netz gestellt für die Studierenden, um bestimmte Fallstricke zu identifizieren. Also 90 Minuten Tafelmitschnitt im Audimax ist ja immer eine Herausforderung und an manchen Stellen steigen Studierende einfach aus. Und dann hatte man natürlich die Möglichkeit, die Videoaufzeichnung nochmal anzuschauen, aber man hatte auch die Möglichkeit, in das Video nochmal reinzuschreiben, an der Stelle habe ich es nicht verstanden. Und dann ist dieser soziale Aspekt interessant, dann haben andere die Lösung dazu geschrieben. Aber wichtig ist natürlich, als Lehrender trotzdem mal drauf zu gucken, weil nicht immer ist die Lösung vielleicht ganz richtig. Also ist immer auch mit Aufwand verbunden und deswegen beachten wir in der Beratung immer noch mal, dass wir darauf achten, dass mit jedem neuen Konzept, das werden Sie aus der Digitalisierungsdebatte sehen, auch ein neuer Auftrag eigentlich auf Sie zukommt oder eine neue Kompetenz, auch mit Antworten umzugehen. Und das ist eben auch sehr spannend, sich darüber auszutauschen. Und das als erster Eindruck vielleicht für Sie. In dieser kleinen Runde, die 40 Minuten, die ich geplant hatte, sind noch nicht ganz um, aber wir haben die Möglichkeit, das nochmal vielleicht im Chat auszutauschen. Deswegen würde ich schon mal die letzte Folie machen, die nämlich mich dazu bewegt, Sie nochmal aufzufordern, uns auszutauschen. Vielleicht ist das ja nicht die letzte Veranstaltung, die wir zu diesem Thema machen. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach nochmal unsere Sammlung zu ergänzen und noch Fragen zu stellen. Also wenn Sie tun, schreiben Sie in den Chat, der unten Austausch heißt, vielleicht Erfahrung, Quellen, Sammlung rein und ich würde dann auch noch mal das vielleicht ergänzen. Und wir nehmen die Fragen noch mal auf, die links im Chat stehen. Und da gehe ich mal von oben runter und bei dem ersten, was ich noch nicht beantwortet habe, komme ich auf die Frage von Peter England. Und wie waren die Ergebnisse? Ich glaube, das war das Ergebnis aus den Genau, er hat es dann nochmal geschrieben aus der qualitativen Analyse des Gesprächs und dem, was Sie aufgeschrieben haben. Und auch das ist ja ein total tolles Phänomen. Der Diskurs war klar besser als das Ergebnis, weil es hat eine Reduktion stattgefunden. Die Gedanken dann aufzuschreiben in so ein Kommentarfeld hätte viel länger gedauert bei einer Aufgabenstellung von 20 Minuten, als was Sie alles im Diskurs besprochen haben. Wir hatten dann überlegt, eigentlich müsste man das wörtlich mitschneiden, also ein Audio produzieren, aber welcher Lehrende wird sich dann die ganzen Audios anhören, was die alles besprochen haben und wie sie zu einer Lösung gekommen sind. Aber ich glaube, das ist auch dieser Teil dieser Kulturtechnik zu lernen, bestimmte Erkenntnisse auch gut zusammenzuschreiben. Das geht ja wahrscheinlich allen so, die hier im Raum sind. Wie kann ich gut meine Erkenntnisse aus einem Gespräch bündeln und mit möglichst knappen Worten auch gut skizzieren? Die Herausforderung, die darin steckt, ist einfach natürlich, dass ich es wörtlich machen muss, also meine Gedanken eben zu Text bringen. Und diese Barriere, auch die wird mittlerweile beforscht hier in der einen Maßnahme. Und das ist natürlich sehr spannend, ob das Produkt dann an sich ausreicht, um eine gute Lösung zu beurteilen. Die Frage von Nika, werden diese Werkzeuge an der Uni Hannover bei Lehrveranstaltungen eingesetzt oder nur zu Forschungszwecken? Hatte ich ganz am Anfang gesagt, das Angebot ist da, auch beraten zu werden. Es gibt Lehren, die machen es immer wieder. Ein
tolles Beispiel, wie ich finde, aus den Sportwissenschaften, aus dem Bereich Rudern. Steffen Schiedek ist der Lehrende, der das macht. Er ist sowieso ein, sage ich mal, ein sehr aktiver Mensch, was diese digitalen Möglichkeiten hat, das auszuprobieren. Und er probiert das eben auf, um dann aus dem Rudern Bewegungsanalysen abzuleiten. Also da kann man natürlich auch sagen, ich filme das und zeige das dann allen im Raum. Aber er hat es dann eben so gemacht, dass er das in diesen Raum, in das Edubreak eingestellt hat. Und die Kommilitonen konnten dann kommentieren, aha, wo sehen wir denn bestimmte Ruder, sag ich mal, Fehlbewegungen, die einfach zu irgendeinem falschen Paddelstellung oder was auch immer führt, um einfach da wirklich an dem, was man sieht, zu arbeiten. Jetzt warte ich noch einen Moment, bis vielleicht noch zwei, drei Kommentare sind. Vielleicht noch ein Punkt zu den Forschungszwecken. Ich habe jetzt nicht so viel zu der quasi aktuellen Forschungsdebatte gesagt. Ich weise aber mal darauf hin, auf die Veröffentlichungen von Frank Frohle und Gabi Reimann. Gabi Reimann ist jetzt in Hamburg, war vorher im Süden, also in Bayern. Und die haben auch viel ausprobiert, was zum Beispiel Präsentationen von Dissertationen, also Gespräche aus Präsentationen oder Präsentationen überhaupt, wenn man dann solche Präsentationen filmt und hier reinstellt und dann unter meinetwegen fünf, sechs Aspekten die Studierenden Peer-Feedback, von denen Peer-Feedback einholt. Also ein Student oder zwei schauen nur auf das Standing der Person, zwei andere schauen auf den Inhalt, drei andere schauen auf die Folien und annotieren dann auch in den Folien, wo es gut gelungen ist, wo es vielleicht nicht gut gelungen ist. Also hier ist einfach so ein bisschen auch eine Kreativität gefragt, wer welchen Inhalt vielleicht in laufenden Bildern noch mal besser sich selbst erschließen kann. Und ein spannender Bereich, den hatten wir aus den Berufswissenschaften, dass eben dort Versuche gefilmt wurden, die hochgeladen wurden, um dann zu analysieren, wo hat das eigentlich nicht geklappt oder wo waren so kritische Momente, auch im Versuchsaufbau und so weiter und so fort. Beispiel Einsatzgebiet Vermittlung von Vertiefung von praktischen Fähigkeiten. Das wäre ja im Grunde genommen auch sowas. Es kommt ganz stark aus der Instrumentalpädagogik. Zum Beispiel an der Musikhochschule wurde das mit der Fingerstellung am Klavier, beim Klavierspielen Bilder, dass man die ganz verlangsamen muss. Und dann nutzt es gar nicht, das Video zu gucken, sondern ich muss es sehr klein quasi runterkochen, um an dem Punkt auch die entsprechenden Momente zu identifizieren. Peter England schreibt, Erfahrung aus dem Fußball und der Videoanalyse kennt man die Situation, dass das Bild in bestimmten Momenten angehalten wird und Entscheidungen getroffen wurden. Genau, um dann die Bewertung dieser Entscheidung vornehmen zu können. Es gibt Verfahren, zum Beispiel gibt es in Hannover ja auch den Moot Court, eine virtuelle Gerichtsverhandlung. Und alle Personenszenen, die man filmen kann, also Interaktion zum Beispiel in Beratungsgesprächen, wäre zum Beispiel auch in der Medizin für angehende Ärzte oder in der Beratung bei Therapeuten mit Klienten interessant, dass man bestimmte Szenen stoppt. Vielleicht ganz aktuell war ja Sonntag der Film, ich glaube am Sonntag war es, wo die Zuschauer abstimmen konnten, wie der Film endet. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Und man könnte natürlich den Film an dieser Stelle auch stoppen und dann herausfinden, wie würden Sie weiterentscheiden. Und über die Links, die man einstellen kann, dann in verschiedene Videos weitergehen und sehen, aha, was wäre denn passiert, wenn ich so und so mich entschieden hätte. Auch das könnte man natürlich simulieren, zum Beispiel bei Versuchen oder irgendwelchen anderen kreativen Momenten, die Sie vielleicht in Ihrer Lehre nutzen. Doris Meissner fragt, inwieweit werden verschiedene Lerntypen oder Innovationen besser angesprochen? Gibt es Studien dazu? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Lerntypendebatten immer wieder so sag ich mal, ein großer Hype ist. Aber ob untersucht wurde, dass bestimmte Bilddarstellungen oder Videoanimationen dadurch besser erschließbar sind, das ist, glaube ich, eine Frage noch, was bringt die Quelle Video an Vorschein? Was aber untersucht wird, ist eben diese soziale Interaktion. Ganz vom Anfang her eine Riesenmöglichkeit, eben nicht alleine sich zu etwas zu erschließen, sondern kollaborativ bestimmte Momente herauszuarbeiten. Das wurde untersucht, auch das ist in einer Arbeit von Gabi Reimann und Frank Frohle kommt raus, dass eben gesagt wird, gerade durch dieses Austauschen, es findet dann aber nur digital statt und nicht im persönlichen Gespräch, wie in unserer Anwendung, entsteht auch mehr, als es vorher wahrscheinlich entstanden ist. Peter England fragt, interaktive
Videos, genau, spannende Schnittmenge zu Game-Based Learning, ist bestimmt ein Übergangsbereich. Wie gestaltet man Videos auch, um Motivation und Aktion zu erzeugen? Und Herr Felix Erich schreibt, wie aufwendig intensiv ist die Moderation der Kommentare? Der ist hoch. Wir hatten nur 15 Teilnehmer in diesem einen Beispiel, was ich genannt hatte. Und die haben innerhalb von, ich glaube, einer Stunde, was weiß ich, 200 Beiträge gepostet. Und die muss man natürlich erstmal alle lesen. Das ist anders als in einem Präsenzraum, wo ich dann moderieren kann im Fluss der Diskussion. Das ist schon eine Herausforderung. Da muss man gut wissen, mit wie vielen Beiträgen man so ungefähr zu rechnen hat. Müsste theoretisch vielleicht die Menge an Beiträgen reduzieren, aber das ist natürlich auch nicht immer hilfreich in einem freien Brainstorming zu, was haben Sie denn erkannt? Muss man eben gut überlegen, gut abwägen. Aber auch dazu wäre es ja spannend, ob es andere gibt, die da Erfahrung gehabt haben. Damla, hallo nach Göttingen, ein Plugin für StudiP und Elias. Wir hatten StudiP als, also EduBake in StudiP eingebunden. Die Schnittstelle ist aber nicht mehr aktuell, weil EduBake komplett umgearbeitet wurde. Und es gibt im Moment eine Entwicklung für Moodle und Elias Schnittstellen zu machen. Man kann das auch schon lösen durch Frames, also dass man das einbindet. Und auch diese Entwicklung, die ich eben genannt hatte, hier von der Uni Bern und der Uni Freiburg, ist ein Plugin für Elias. Das haben die schon entwickelt. Auch das gibt es schon in der neuesten Version. Und Elias, ich will jetzt gar keine Werbung machen für ein Lernmanagementsystem, hat auch die Funktion des Interactive Videos. Da kann man aber nicht so viel machen wie mit EduBrake. Möglichkeit, Video in E-Prüfung zu integrieren. Gibt es Beispiele dazu? Ich kenne keine. Auch da bin ich nicht so allwissend. Würde ich mich freuen, wenn wir da zusammen uns auf die Suche begeben. Die Frage des Prüfens ist ja immer noch mal, kann ich in verteilten Arrangements oder müsste ich das dann in einem Raum machen, überhaupt prüfen? Also ist das prüfungsrechtlich überhaupt zugelassen? Auch spannende Frage, habe ich aber noch nichts zu gefunden. Wäre mal spannend, das nochmal stärker auch zu beforschen. Frage, was lerne ich durch Annotation, was ich durch den bloßen Videokonsum nicht lerne? Ich glaube, lernen aus dem Inhalt selbst, dass das Video darstellt, vielleicht wenig. Aber dadurch, dass es der erste markiert und der zweite sieht, das hat der markiert und das hätte ich auch markiert oder das hätte ich nicht markiert, einen stärkeren Austausch, also ein vertieftes Auseinandersetzen mit den Inhalten. Und viele sehen ja bestimmte Dinge gar nicht, würde ich mal behaupten. Also in unseren Filmszenen, die wir über dieses Mediationsverfahren hatten, hatten wir ganz viele schauspielerische Kniffe versteckt mit Gestik und Mimik. Also wenn man so an kompetenzorientierte Rollenspiele denkt, dann kam da was raus, was man hätte erkennen können. Das haben viele aber gar nicht erkannt. Also wo eigentlich die Aussage zum Verhalten gar nicht passte. Und das war natürlich gerade in solchen Bereichen, ich würde mal sagen, alle Bereiche, die mit Klienten zu tun haben in der Medizin oder auch in der Psychologie, für die ist das natürlich total spannend. Daraus zu finden, haben die Studierenden wirklich die Reflexionsgabe, da zu erkennen, was da eigentlich passiert ist. Ich warte mal noch auf zwei, drei Anmerkungen. Dann haben wir es 10 vor. Sie dürfen gerne weiter reintun. Ich habe allerdings eine kleine Umfrage vergessen, Nika. Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte nur gedacht, weil so wenige Leute schon Szenarien geprobt haben, dass vielleicht da gar nicht so viele Antworten kommen. Deswegen würde ich die jetzt fast außen vor lassen. Und was mich natürlich interessiert und was ich schon mal ankündigen kann, wenn die Maßnahme 4 hier an der Leibniz-Uni Hannover und auch die anderen Maßnahmen, ich erinnere nochmal an die PH Salzburg, auch da gibt es Herrn Hilzensauer hin, oh, jetzt weiß ich den Namen nicht genau, aber er hat so einen pfiffigen Namen, viel dazu geforscht hat, dann können wir gern auch nochmal Gäste einladen, wenn das interessiert. Auch dafür dient eben auch die Evaluation, wenn Sie sagen, das ist schon ein spannender Bereich, ich würde da gern noch mehr drüber lernen, was ist alles möglich. Dann können Sie das gerne auch vermerken, dass wir einfach nochmal einen Aufschlag machen können, da mehr Beispiele zu bringen oder Anwendungsfälle zu sortieren und vielleicht auch nochmal auf Lerntypen anzugehen. Genau, Peter Englert sagt, man kann den Film anhalten, zurückspielen und kommentieren. Genau, man spricht also gemeinsam über das Gesehene. Also es geht genau um das Annotieren am geschriebenen Wort, eben da am laufenden Bild. Also gerade in der Musik hat das einen großen Vorteil erbracht, jedenfalls was die Musikdidaktiker mir da gesagt haben, dass die Leute oft gar nicht sehen konnten in der Geschwindigkeit, wie wer was gelöst hat. Und dadurch, dass man dieses System eben sehr, sehr langsam laufen lassen kann,
konnte man viel schneller arbeiten. Kann man natürlich auch mit einer Einzelperson am Bild, aber so haben einfach zeitgleich mehrere Leute die Chance dafür und sehen auch die Einschätzung der anderen. Genau, und das ist orts- und zeitunabhängig und das ist natürlich auch sehr spannend. Das stimmt. Man kann auch Bilder als Kommentare anfügen, man kann eigentlich auch Links hinterlegen. Die Frage ist eben, wie weit man den EduBrake Campus denn dafür nutzt. Man kann das natürlich überall hin machen. Stellt man sich das mal in Moodle vor oder in Elias und in einem anderen LMS, kann ich ja mit Links wieder andere quasi Teile oder Plugins oder Tools verbinden, die dann auf was hinweisen. Also der Film hatte in unserem Szenario über das Mediationsverfahren war das der rote Faden. Und aus dem Video ist man dann in Aufgaben und in bestimmte weitere Konstrukte vorgedrungen, um zum Beispiel im Wiki zu annotieren, welche wesentlichen Aussagen jetzt der Moderator oder der Berater gemacht hat, die man nicht machen sollte. Also wir haben das dann teilweise im Video gesammelt, das wurde dann aber sehr viel, Frage von vorhin. Es ist auch mit Aufwand verbunden, aber wir haben dann vieles auch ausgelagert, damit man es besser moderieren kann. Auch da gibt es bestimmt noch Entwicklungsmöglichkeiten, diese Tools noch zu vereinfachen. Genau, Nika. Es ist wesentlich, was ist der Inhalt? Aber ich glaube, wenn man ein bisschen pfiffig denkt, hat jeder eine Idee. Auch die könnten wir mal da rein tun. Wenn mal jemand jetzt spontan sagt, Mensch, für mein Fach könnte ich mir das und das gut vorstellen, dann können wir die restlichen 2, 3 Minuten noch nutzen, vielleicht nochmal eine Idee weiterzubringen. Sonst würde ich sagen, auf jeden Fall gerne den Kontakt halten für alle, die ich nicht kenne, die hier im Raum sind. Und ich gehe auf die beiden letzten Fragen nochmal ein. In welchem Verhältnis geschätzt steht die Vorbereitungszeit gegenüber einer bloßen Vorführung des Videos einer Lehrveranstaltung? Sehr unterschiedlich, würde ich mal behaupten. Im Bereich des Laborversuche-Filmens war das total einfach. Da haben die Studierenden nämlich mit einem Smartphone draufgehalten, sozusagen, das gefilmt, was sie aus ihrer Perspektive sehen und selbstständig hochgeladen. Und andere konnten es kommentieren, da hatten wir gar keinen Aufwand mit. In der Filmproduktion, wenn man bestimmte Inhalte aber wirklich rauskristallisieren will, zum Beispiel bei diesem Mediationsverfahren, war das sehr aufwendig, weil man erstmal dahin kommen muss, das Video zu produzieren oder die Stellen im Video zu produzieren, die diese Erkenntnis überhaupt hervorrufen. Wenn man nur draufhält, in Anführungsstrichen, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, dann kommt eben nur das an Erkenntnis raus, was man wirklich auch eingefangen hat. Genau, Frau Sudhaus hat es auch nochmal erwähnt. Also die Frage ist eben, wie weit entwickelt sich so eine Technologie weiter? Was kann ich in so einem Raum oder in so einer Video-Weiterverarbeitung eigentlich erreichen? Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle, herzlichen Dank für die Kommentare. Wir sind damit am Beginn. In der ersten Phase von eKult war das am Rand ein Thema. In der jetzigen eKult Plus Phase und das vielleicht auch als Auftakt für dieses Themenfeld, eins von 15, was wir in eKult behandeln, ist das eine wesentliche Entwicklung, die wahrscheinlich auch in der Zukunft mehr Zulauf haben wird. Deswegen ist es uns ein Anliegen, uns auszutauschen im Land. Gerne melden Sie sich bei mir oder bei den Kolleginnen im eKult, die Sie vielleicht kennen an Ihren Standorten, um da in Kontakt zu treten. Wenn Sie Interesse haben an weitergehenden Informationen, auch dazu gerne. Und ich würde jetzt an Nika zurückgeben, die dann nochmal auf auf die Evaluation und die sonstigen Dinge, das zukünftige Programm in diesem Wintersemester hinweist. Also in diesem Rahmen erstmal herzlichen Dank und einen Gruß in die Ferne. Ja, danke schön für deinen Beitrag, Ralf. Darf ich deine E-Mail-Adresse hier posten? Vielleicht. Dann würde ich das tun, wenn du meinst, dass die Leute dich anschreiben dürfen können. Bist du damit einverstanden? Ja, dann eine Sekunde. Und hier ist er, beziehungsweise sie. Die E-Mail-Adresse. Ja, also nochmal danke für den Vortrag. Ich fand ihn sehr interessant und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass sie bei uns geblieben sind und auch die technischen Fehler so am Anfang
so akzeptiert haben und hingenommen haben. Und ich möchte auf die Evaluation hinweisen. Sie erreichen unsere Evaluation unter diesem Link. Der wird leider nicht direkt zum Link. Deswegen müssen Sie das in Ihr Browserfenster reinkopieren. Und das Passwort dafür ist eKult. Und wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen zu dem Webinar. Die Evaluation ist anonym, aber sie hilft uns, unsere Webinare weiter zu optimieren und auch spannende Themen zu finden, die halt die Leute interessieren. Ja, vielen Dank und dir auch nochmal, Ralf. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich kann noch unser Programm nochmal einblenden. Nächstes Mal haben wir von der Tierhochschule Hannover einen Vortrag zum Thema Prüfen mit Single-Choice-Aufgaben. Ich mache das mal so ein bisschen größer, so man sieht deine E-Mail-Adresse noch und die Evaluation, den Link. Ja, das ist unser Programm für dieses Wintersemester und wir freuen uns, Sie auch bei den nächsten Webinaren begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und noch einen schönen Nachmittag. Danke dir, Nika.